Ein Überraschungspaket. Paul, der wartet schon. War Paulchen? Ja, Paul. Fast alles für dich von der Helga. Ja, Paulchen, alles für dich? Alles für Paulchen. Und neue Minzekissen. Ja, das riecht, die Thema an, das riecht der. Das riecht der aus der Verpackung. Ja, komm her, Herrchen macht auf. Paulchen. So, werde ich mal ausmachen, werde ich nicht aufmachen. So sieht's hier aus jetzt. Paul hat randaliert. Da riecht der das aus der Verpackung. Mal sehen, was Katzen für eine gute Nase haben. Ja, Helga, da kann ich nur Danke, Danke sagen. Muss ich erstmal hier alt aufheben. Ach, nee. Ja, Paul, der spielt verrückt. Ja, schönes Katzenfutter. Kenn ich's nicht, aber es sieht sehr gut aus. Das futtert ihr auch. Das ist dein Lieblingsfutter für Diabetiker. Das Trockenfutter ist auch gut. Da hast du letztens schon mal was geschickt. Ja, Eisbeinfleisch ist gut. Aber da werde ich warten, bis es wieder kühler ist. Einen schönen Möhreneintopf mit Eisbeinfleisch. Ja, schöne Rouladen. Frühstücksfleisch. Und was zum Naschen. Kaffee ist immer gut. Ja, was ist das? Denke mal, Leckerli. Hier steht nichts drauf weiter. Das ist zu klein, das kann ich nicht lesen. Den habe ich schon gelesen. Danke für den Brief. Habe ich gerne gemacht. Und nochmal Leckerlis für Paulchen. Tja, das sieht super aus. Und auch was Gutes für Paulchen. Der ist beschäftigt. Paula, Paula. Tja, nochmal vielen Dank.